Man sagt, alle Seelen wurden in den Tiefen des Universums geboren. Und einige Seelen machten sich auf den Weg zum Planeten Erde. Und die Seelen waren bereits da, als der Planet noch ursprünglich und voller Energie war. Die Natur war wild und lebendig. Und der Planet Erde brachte den Menschen hervor. Und auf der Erde haben alle Seelen eine Heimat gefunden. Steine, Pflanzen, Tiere und der Mensch. Doch der Mensch begann den Planeten Erde zu seinem Eigentum zu machen. Der Mensch erkundete die Meere und die Kontinente dieses Planeten. Und schon bald fühlte er sich als Herrscher über die Meere und die Länder. Und so verflogen die Zeiten. Die Seelen reisten weiter von Leben zu Leben. Und alle Lebensreisen und alle Erfahrungen einer jeden Seele wurde im Buch der Seelenerinnerung aufgezeichnet. Uralte Steine und Ruinen können Geschichten erzählen. Es sind die Geschichten alter Zeiten und Leben. In deiner Seele sind nun alle diese Erfahrungen gespeichert, alle Wünsche, Träume und verborgenen Talente, aber auch alle Ängste und das Leid, das deine Seele erlebt hat. Diese Erfahrungen prägen dein heutiges Leben. Es ist die Zeit gekommen, sich für die Erfahrungen der Seele zu öffnen, um die Ängste und das Leid der Seele zu heilen, verborgene Talente zu entdecken, der eigenen Seelenaufgabe zu folgen und auch das Bewusstsein der Menschen wieder zu erwecken, dass dieser Planet Erde die Heimat aller Seelen ist.